Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück vom Scheißhaus. Ja, beim letzten Mal sind wir in das Spiel reingekommen, haben die Steuerung gelernt, wir lernen sie auch immer noch zum Teil. Jetzt darf ich erstmal an den Sushi laden und mir Sushi gönnen. Gib mir die Rahmen! Hä? Achso, er hat seinen eigenen Livestream. Das ist da oben nicht mein Livestream, Leute. Kannst du in der Sprache sprechen, die ich verstehe? Ja, mit den Sushis kann ich mir einen Booster verpassen. Da habe ich mehr Ladung. Mehr Kraft. Death Skill wäre wahrscheinlich gut. Oder die Slash-Leiste, das ist die unten rechts, dann kann ich die eher zersäbeln. Wartet, ich kaufe mir mal von allen auf jeden Fall was. Das sind offenbar hier jetzt Items, die man mitnehmen kann. So kenne ich das auch noch nicht. Ich weiß übrigens nicht, ob die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, copyright-frei ist. So. Gesundheit will ich natürlich immer auffüllen können. Und ich will die Leisten immer füllen können. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Ja, ich kann mir Kappa-Maki noch leisten. Für Marco und Ikura habe ich nur einen. So, Liquids? Ja, nein? Nein. Let's go. Na? Na ihr Hübschen? Ein Bones macht Mu. Viele Bones machen Mühe und sie können nicht sehr weit schießen. In der rechten Hand scheint eine Waffe, aber eigentlich... Ach, das ist ein Knochen in seiner Hand. Zack. Start the game. So, ich habe natürlich auch Sprungangriffe. Und die sind mega stark. Ja, beim perfekten Ausweichen kann ich die auch werfen. So, jetzt hab ich dich, Pam. Ja, ich darf dich greifen. Komm her, komm her. Ich soll dir aber einmal perfekt ausweichen. Na komm. Momentan bin ich halt noch im Tutorial. Ja. Wenn ein Gegner betäubt ist, kann er mit ZR niedergeschlagen werden. Ich kann die dann halt werfen. Wenn mir das gelingt, dann kriege ich nochmal Kraft dazu. Ich werf dich halt einfach nochmal. Ich muss einen Gegner betäuben. Betäubt. So, es gibt auch noch Deathclaw Skills. Die kenne ich auch noch nicht. Und dann kann ich die noch aktivieren mit ZL. Ah, mit L benutze ich die Skills. Und mit B kann ich dann den Skill benutzen. Und dann kann ich ihm in die Fresse treten. Erledige einen Gegner und dann mache erfolgreiche Kill-Slasher, dann kannst du Slash-Bolzen machen. Okay. Der volle Rüstungsmodus ist das, was wir wahrscheinlich in der einen Sequenz gerade gesehen haben. Und tschüss. Da volle Rüstung! Tschüss! Easy, Leute! Easy! Wir sind halt immer noch im Tutorial, vergiss das nicht!
Oh, ich habe irgendwas bekommen. Ah, ich bin wieder hier beim Sushi-Laden. Na komm, dann gönn mir das Rest. Ich habe wieder Geld bekommen. Ich hole mir den Rest. Ja, ich bin in deinem Livestream drin, ich weiß. So, ich will jetzt von denen auch zwei dabei haben, bitte. Und dann fülle ich noch Elvi einmal auf. So, dann habe ich das wenigstens voll. Jetzt soll ich nochmal kacken gehen. Das überspringe ich für euch. Frag mich übrigens nicht, ob der... Leute, fragt mich übrigens nicht, ob er Durchfall hat, dass man ihn so oft aufs Klo schicken kann. So, Bosskampf. Let's go, ich bin bereit. Fu ist wahrscheinlich der letzte Boss. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Gene, where are we? In the core of the spacecraft. So this is where the real hardcore bad guys are. Ach du Kacke. What's that egg? You know, like in that famous movie where a monster pops out of the egg and attacks. Hey, spielen wir jetzt im Film Alien nochmal nach? Something not so good is gonna come out of that thing. Wenig wissen, was rauskommt. Shit. Das ist putzig. Der ist bestimmt schlimm. Der tanzt sogar. Warte, dann mach ich mit. Nee, warte. Falsche Taste. Ja. War klar. War klar, dass irgendwas in der Art passiert. Where am I? This is my planet. Well, now it's a hellscape with nothing but a graveyard and a galactic waste disposal site. Interessant. This is where we grew up. My boss, Fu, he went bad shit crazy. Destroyed the whole planet. Ha, ain't that a bitch? Warum ist Fu denn so geworden? So why not get revenge? Revenge against Fu? We wouldn't last 3 damn seconds against him. Oh, das heißt schon mal, der letzte Bosskampf wird anstrengend. Well, that's how I've lived. It's my destiny. Welche One-Hitter-Attacke wird es in diesem Spiel geben? Es gibt immer einen Boss mit One-Hitter-Attacken. Nope, no can do. Either way, Fu is gonna kill me. I see. Yeah, about that destiny. I'll put an end to that for you. Sounds good. Okay, wanna get started? Bin ready. Oh, du kannst porten. Okay, wo kommst du her? Okay, da kamst du her. Ich trete dich. Pam. Okay. Aufpassen, jetzt portet er sich wieder. Greifen konnte ich ihn aber nicht. So, ich muss warten, bis der Schlamm von oben kommt. Und jetzt kann ich drauf prügeln. Oh, das hat gesessen. Ich muss laden. Ja, ich konnte ihn zu Ende aufladen. Die Armor kann ich erstmal, wenn das da unten voll ist. Oh. Ach du Kacke. Okay, es wird schlimmer. Achtung, Leute. Da ist er. Natürlich portest du dich direkt weg. Oh, ich kann die Hände immer noch angreifen. Wie ging die volle Rüstung nochmal?
Ach, egal. Aua. Warte mal, wie benutze ich dieses Takoyaki? Nein. Nein. Ich will halt wissen, wie... Oder besser gesagt, wo habe ich ein Inventar? Freiwillig? Nein. Karte, Post, Aufzeichnung, System. Wo zum Geier habe ich bitte... Nope. Strawberry. Wo hab ich den Kack? Ich hab mir irgendwie was reingehauen. Oh, mein Schwert ist leer. Komm! Du bist doch schon so lange Single gewesen, dann muss ich doch raus sein. So, jetzt kommt er von oben. Ach, komm. Ja, halt mir deine Hand dahin. Wann kann ich die Kackrüstung benutzen? So, jetzt müsste er von oben kommen. Ach, tritt ich ihn einfach. Wie ging die Rüstung jetzt nochmal? Ich muss sie doch safe einsetzen. Ich kann den übrigens nicht greifen. Nächste Phase. Will ich da rein? Ach komm. Einmal. Okay, das sind so gesehen Fallgruben. Aua. Es hat wehgetan. Er hat einen High Five mit sich selber gemacht. Aua. Ach, ich muss mir merken, was was ist oder wie. Das war's. Boah, ich muss mir aufschreiben, was was ist. Vom Symbol her. So, jetzt kann ich draufhauen. Zack! Jawohl, und was habe ich? Münzen hatte ich. Was sind Münzen hier nochmal? Nein, ich bin aus Versehen reingelaufen. Verdammt! Ich pass überhaupt nicht mehr auf. Pam! Stimmt, ich muss dreimal die 7 haben. So war das. Nein, 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 wir laufen nicht. Ach, ich... Wisst ihr, Leute, ich weiche dem einen aus und springe in das andere. Aua, ich glaube, da muss ich springen. Nein. Ich konnte ihn währenddessen hauen. Ja, springen. So, schnell.
Aua. Dich? Mach fertig. Unbesiegbarkeitsmodus? Oh ja, ich kann dir in die Fresse treten. Ich kann jetzt einen Scheiß auf alles geben. Ich hab die Form nicht gesehen. Besiegt! Die Hälfte des Kampfes vergessen wir mal am besten. Mr. Black Hole dead. Oder vielleicht auch nicht. Doch, ich denke mal, der wird jetzt tot sein. Travis? Oh, hey, Gene. Where is this? Inside him. We're basically in his universe. Well, that sucks. I'll begin searching for hostiles. So that asshole is hiding somewhere among these billions of stars, huh? Also, das war nicht der echte. So, jetzt muss ich den echten finden. Ist das ein Teleporter? Nein, das ist immer noch kein Teleporter. Ich wusste, dass der noch nicht tot ist. Das wäre zu einfach. Ganz bestimmt da hinten. Gene? Ach, du zeigst mir, wo ich reinspringen muss. So, Gene, wo rennst du hin? Geradeaus. Okay, dann springe ich mal geradeaus rein. Ich habe jetzt erst drauf geachtet, wo die Katze ist. So, Katze, wohin? Katze pennt. Toll. Aufwachen! Dann nehme ich den hier. Katze will ja nicht. War falsch. So. War auch falsch. Schön, dass die Katze aber auch nichts macht, um mir zu helfen. Miau? Hey, what's wrong? Das ist der echte Mr. Black Hole. Jawohl, wir haben ihn fertig gemacht und ich finde das Spiel jetzt schon awesome. Ich muss mir nur merken, welche Sushi was sind. Where is he? Where the hell are you, Black Hole? Calm down, Travis. Go left. Left? Oh, left. Henshi! Ach, jetzt darf ich ihn fertig machen. Oh, Travis mit voller Rüstung. Okay, bewegen. Fixieren, Boost, Multilaser. Hyper Mega Death Beam. Mit Partikelkanone. Ich bin so gehyped. Da oben steht auch Phasen, ne? Ist den Laser. Ist. Warte mal, muss ich auch die Dinger kaputt machen? Ich mach fertig! Ist den Todeslaser! Der ist schon in Phase 2? Blackberry! Fantastic!
Zack. Und tschüss. Ja, dann kannst du heulen. Ich hab dich fertig gemacht. Und daran kannst du nichts ändern. Zack. Es sieht nicht so aus, aber das ist Blut. Das ist das Blut der Aliens. Die haben halt eine andere Farbe vom Blut her. Aber so geil. Ich weiß schon, warum ich mich hier drauf gefreut habe. Woohoo! Oh, you are deaf! Pretty impressive, Earthling! Don't underestimate Earthlings. Thank you! Now I've got the Travis touchdown data I needed. What data? Statistics from your behavioral and strategic patterns. Fine, do whatever you want with that. I'm more badass than a black demon. Okay, everyone. I'm leaving the rest up to you. Tschüss. Seriously, ever since way back when, you really... Die Geschichte brauche ich nicht. Easy. Oh. Schwarzes Loch, ey, was habe ich denn da alles bekommen? Was soll ich damit überhaupt? Kann man in diesem Spiel Sachen craften oder wie? Congratulations, Travis. Sylvia? Sylvia? Is it really you? How are the kids? You have managed to take downs in number 10 ranked, Black Hole. And you have been recognized as number 10 in the collective. Und noch eine Rangliste. Number 10 in what rankings? Rules are rules. The battle has already begun. You are in the eye of the storm. So you cannot escape or just disappear. Egal was man macht, man you ist immer in so einer scheiß Rangliste. Er war sogar zweimal in der Assassinenliste auf Platz 1. And what happens once I take everyone out? For reals? I'll do it. Please. Let me do Übersetzung, er darf dann mit ihr ins Bett. Das war nämlich das, was er bei den zwei, ersten zwei Malen durfte. Dann sind sie zusammen ins Bett gegangen. Buchstäblich, die haben sogar Kinder. Das war übrigens mal die Ehefrau von seinem Bruder. Und er hat auch mit ihr getrieben, während sie zusammen waren. Sie und ihr zweites Bruder. Wie sind die überhaupt da hochgekommen? Nice. Muss mir das Bild was sagen da rechts? Gojo ist der nächste. Bitte sagt, dass es genauso geile Minispiele gibt wie in den ersten beiden Teilen. Und wieder eine Sequenz. Das ist jetzt das richtige Intro. Mir gefällt die Hintergrundmusik. Vom Spiel 1 und 2 habe ich tatsächlich sogar zwei Soundtracks, die ich ständig höre. Die höre ich heute noch. Einfach weil die Soundtracks in diesem Spiel so geil sind und ihr werdet das noch merken. One is gone. Did Black Hole get killed? I see. Dead, huh? That's kind of funny. It was that man. Ach, Sylvia war seine Sekretärin. Looks like not all humans are weaklings after all. This ought to be fun. Sir, it is time. Okay. Oh, time for a meeting? Sweet. Let me watch. Fu, wait. This is a board meeting. It's important. This is a bitchin' room. Nice. Tragen sogar alle Masken. You're really coming up, huh?
And you even followed my orders like a good little boy, too! Fu, I told you, this is a board meeting. Please keep quiet and sit down over there. So, these are like really capable dudes, huh? Of course. They're specialists in a wide range of... Yeah. Bunch of losers. Well, untaught. We're even more capable. So it's cool if I go ahead and fire these guys. Right, Damon? What have you done? Stop this! Oh, don't worry. Es wird so lustig, gegen den zu kämpfen. I'll allow you to live. Okay, that's enough for the entertainment. Time for a strategy meeting. Damon, whip out the blueprints for the fighting arena. It's here. Damon, was hast du nur angerichtet? So this city was just built without permission? Oh, come on. You've heard of LASIK before, right? Do you still remember? You mean... Ah. Taking over this planet is too simple and boring. So I decided to go with a game of conquest. Wouldn't it be hella fun if Scheiße gebaut, aber richtig on the galactic superhero rankings? Apparently some asshole took out Black Hole. Hey you, secretary. Get the president on the line. The president? Did you not hear me? So, destroying the planet. That was your plan? Ever since, way back then? Cute little me from back then, naja. And the handsome ass me now? We're the same. Nothing's changed. Come on, Damon. Trust me. He is on the line, sir. Mr. President, you're gonna hold an emergency press conference. Let's make a joint Super. Announcement. I will not. Whatever you thugs are- Oh, okay then. I guess I've got no choice. Do it. Was? I am Jess Baptiste the Sixth, aka. Hat der gerade durch das Hologramm durch den geköpft? Listen up, Earthling aliens. I'm about to conquer this planet. But simply conquering it is no fun. And there's probably gonna be some resistance. I understand you people. So I'm gonna provide you with an opportunity. We're gonna play a game. A game of conquest. I won't run or hide. I'll be a Damon Tower in Utopiland. Anyone is welcome. Looks like we've got a contestant already. Und wer ist der erste, der ihn herausfordert? Ein paar Raketen. Ihr natürlich einfach zurückwirft. Army tossed that thing over this way. But I admire the motivation and the quick thinking. Nice move. Indien, würde ich mal sagen. Looks like someone out there's really got some balls. However, make no mistake. You think you can kill me with those primitive ass firecrackers? You wanna kill me? Come kill me. You'll have 10 of the most elite dudes in the galaxy. Texte sind nicht ganz synchron. Well, one of them got killed. So 9, I guess. Take us all out, and we'll go home. Otherwise, we take over. The rules are simple enough, right? All right, Mr. President. Tja, das war's mit ihr beiden. Ich find's sogar geil, dass sie den aktuellen Präsidenten dafür genommen haben. 2021. The huge entertainment-based theme park built in Santa Destroy, Utopiland, would no longer be holding its grand opening in 2 months. It was instead converted into the Garden of Insanity. Hesitate? And you are dead. The Colosseum that would hold the aliens' game of conquest. Fu and 9 of his aliens are dispatched into formation. Das wird spaßig. Prepare to destroy the planet anytime. 5 on Earth. 2 in the sky. 1 on the moon. 1 in space. Fu sits in the central tower. And his 9 soldiers, all recognized das by the United Assassins Association,
descend to Earth as the galactic superhero ranking members. Als Superhelden würde ich euch nicht bezeichnen. Have been registered as members of the rankings. Number 10, the passing assassin, Travis Touchdown. Number 9, the space ore dealer, Gold Joe. Okay. Number 8, the alien killer, Number 7, Erinnerungsdieb, der wird bestimmt witzig. Number 6, the gastro cannon, Velvet Chair Girl. Number 5, the dark world princess, Midori. Die sieht menschlich aus. Number 4, the galactic sniper champion, Sniping Lee. Ein Scharfschütze, nicht schon wieder. Für die, die es nicht wissen, Scharfschützen in No More Heroes sind absolut zum Kotzen. Number 2, the master of explosion, Paradox Bandit. Number 1, our own King of Destruction, Jesse Baptiste the 6th. The all-out, all-star battle of space versus Earth. The ultimate battle of top-class space criminal versus assassin is about to kick off. Ich werde meinen Spaß haben. Und ihr beim Zugucken. Warum sehen wir das jetzt nochmal? No More Heroes. Sobald die Sequenz hier auch mal endlich vorbei ist, ist auch die Folge vorbei, by the way. Ich will bei dem Spiel so wenig wie möglich rauscutten. Weil ich will auch nicht, dass die Folgen 40 Minuten lang oder so werden. Maximal eine halbe Stunde. Hier gerade sind wir auch bei 30 Minuten bei mir. 32 Minuten. Ich bleib dran, ja. Wisst ihr was? Ich soll A drücken, um hier weiterzumachen. Wir machen hier jetzt Pause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!